Ja, liebe Frauen, liebe Gäste, herzlich willkommen hier bei der Bundesfrauenkonferenz der Linken. Tschüss Patriarchat, hallo schönes Leben, das ist das Motto und das ist nicht nur Ausdruck davon, dass wir selbstbewusst reingehen, sondern hallo gutes Leben, sondern das ist auch ganz klar die Ansage, dass wir die Reproduktionsverhältnisse in Gänze in Angriff nehmen wollen. Das ist ein großes Vorhaben, was wir uns stellen. Ich will, bevor wir zu diesem großen Thema kommen, zu zwei aktuellen Dingen sprechen, nämlich die Griechenlandwahlen und den Kulturkampf von rechts, den wir erleben, weil ich glaube, beide sind sozusagen, bei beiden Themen sieht man, wie es auch Verfestigung im Patriarchat gibt. Tschüss, Austerität, könnte man als Zusammenfassung über das Wahlergebnis in Griechenland schreiben. Wir haben am Sonntag vor einer Woche gefeiert. Und wenn man dann den Facebook-Einträgen und so mancher Debatte in der Bundestagsfraktion gefolgt ist, man eher den Eindruck bekommt, dass gleich am Montag dann schon der große Katzenjammer begann, aufgrund der bitteren Koalition mit den unabhängigen Griechen. Ich finde, zu dieser in der Tat bitteren Koalition sind zwei Dinge zu sagen. Zum einen, niemand fällt einen Zacken aus der Krone, wenn wir klar sagen, für die Linke in Deutschland käme sowas überhaupt nicht in Frage mit so einer mal rechtspopulistischen Partei zusammenzuarbeiten. Jedoch, finde ich, sollten wir auch immer sagen, es geht nicht, dass wir hier mit der Brille der deutschen Verhältnisse uns zum Lehrmeister aufschwingen und gleich den Stab in typisch deutscher Arroganz über die griechische Situation brechen. Weil natürlich ist die Auswahl nicht besonders groß. Wenn du das zentrale Wahlversprechen nimmst, man geht mit keiner Partei zusammen, die für den Austeritätskurs ist, war die Auswahl ziemlich klein. Da hattest du die Morgenröte, eine richtige Nazi-Partei. Dann hast du zweitens die KKE, kommunistische Partei. Die haben von sich aus immer ausgeschlossen, jegliche Zusammenarbeit mit Syriza. Und dann hast du halt noch die jetzige Anel. Und der sogenannte, oder der Fluss, der wird ja hier in den Medien manchmal so als linksliberal dargestellt. Das ist eine Partei, die in ihrem Wesen ja den Austeritätskurs mitträgt. Insofern ist klar, wir sagen dazu Nein in der Übertragung auf Deutschland. Aber eine Sache finde ich schon auffällig, das ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Und vor allen Dingen finde ich das deswegen so bemerkenswert, wie viele Journalisten sich jetzt damit beschäftigen, wenn man sich mal in Erinnerung ruft. Im Jahr 2011 haben PASOK und ND, also übersetzt die griechische Sozialdemokratie und die griechischen CDU, zusammen mit Laos eine Regierung gebildet. Es gibt einen Unterschied zwischen Laos und Anel. Laos ist noch um einiges rassistischer und antisemitischer als Anel. Ich habe damals kaum einen Zeitungsartikel zu diesem Thema gefunden. Merke, wenn eine Partei, die bereit ist, einen neoliberalen Kurs durchzusetzen, mit Rassisten koaliert, ist das offensichtlich nicht skandalierungsfähig in den Mainstream-Medien. Und das ist doch die Frage, wovon wird die Aufmerksamkeit abgezogen? Womöglich von der sozialen Katastrophe, die der Kürzungsdiktat durch Griechenland geschlagen hat? Im Ergebnis, ihr kennt die Zahlen alle, die Kindersterblichkeit hat sich verdoppelt in Griechenland in der Zeit der Austerität. Die Zahl der Menschen, die keine Krankenversicherung mehr haben, liegt offiziell bei 30%, inoffiziell sogar bei 50%. Und das heißt, dass Krebs selbst bei Kindern erst im Endstadium behandelt wird. Und wenn man darum weiß und dann erlebt, wie Leute, Vertreter von CDU oder CSU in Talkshows auftreten und davon reden, dass man Verträge einhalten muss und reden dann über solche netten Sachen wie Katasterämter, wie neulich Bosbach, mit dem ich bei Unter den Linden war, da muss man sagen, hier sind wir als Linke gefragt, um immer wieder die Aufmerksamkeit auf diese Dimension zu lenken und deutlich zu machen, was ihr Griechenland und den anderen Ländern Südeuropas aufgedrückt habt, ist neben nicht einfach vernünftige Forderungen wie ordentlichen Steuervollzug, wie ein ordentliches Katasteramt, sondern was ihr vor allen Dingen aufgedrückt habt, sind radikale Lohn- und Sozialkürzungen, die zu massenhafter Verelendung, ja zu humanitären Katastrophen geführt haben. Und ich bin heilfroh, dass die Griechen dazu Tschüss gesagt haben. Übrigens, ich habe mir noch einmal aus lauter Lust an der Freude eins dieser Memorandum of Understanding angeschaut. Da wird ja auf hunderten von Seiten ganz detailliert geregelt, was die griechische Regierung alles zu leisten hat. Es geht bis dahin, dass man die Lizenzen, die Beiträge für Lizenzen von Taxifahrern dort sozusagen mit der Troika verhandeln muss oder darlegen muss. Aber wenn man sucht so Vorgaben wie zum Beispiel Millionärsabgabe, da findet man auf einmal gar nichts. Und das ist das Bemerkenswerte.
bis ins Kleinste, wenn es um Sozialkürzungen geht, hat man Vorschriften gemacht von Seiten der Troika und die deutsche Bundesregierung war da prägend. Wenn es aber um die wirklich wichtigen Aufgaben ging, nämlich die Millionäre und Milliardäre zur Kasse gebeten, dann hat man das unterlassen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal vorschlagen, dass wir als Linke in Deutschland immer wieder sagen, diese Koalition muss man nicht schönreden, das ist eine Kröte, die Syriza schlucken musste, wenn sie nicht Neuwahlen mit der Gefahr, dass dann die Morgenröte noch am Ende gewinnt, in Kauf nehmen. Ich finde auch, dass Podemos mit seiner Kritik recht hatte zu sagen, naja, es ist sozusagen für uns in Spanien käme das nicht in Frage, eine Regierung ohne Frauen zu bilden. Die Grundfrage ist aber, mit was für einer Grundhaltung gehen wir jetzt an die Situation in Griechenland? Sind wir diejenigen, die beckmesserisch am Rand stehen und das die ganze Zeit nur kritisieren und eigentlich unsere deutschen Strömungskämpfe auf der Folie von Griechenland austragen? Oder sind wir diejenigen, die beherzt folgende drei Aufgaben in Angriff nehmen? Nämlich erstens, wir müssen Druck ausüben auf die deutsche Bundesregierung, dass Schluss ist mit der Austerität, nicht nur, weil auch Frauen in besonderem Maße davon getroffen sind. Zweitens heißt es gerade jetzt, die Europäische Linkspartei zu vertiefen und noch stärker mit Leben zu erfüllen. Und ich war heilfroh, dass sozusagen es gelungen ist, auch von Seiten der EL, auch von dir Judith, eine wirkliche Party am Sonntag im KL-Haus zu organisieren. Und drittens steht die zentrale Aufgabe vor uns. Fragen wir uns doch täglich, was muss passieren, damit wir hier als Linke in Deutschland eine ähnliche Dynamik entfalten können wie Syriza, wie Podemos, dass es uns gelingt, sowohl die kritischen Köpfe an den Hochschulen wie die Herzen auf den Straßen und Plätzen zu begeistern. Kurzum, was ist zu tun, damit die Linke hier auch eine verbindende Partei wird? Ja, verbindende Partei, das ist ein Begriff, den Bernd Rixinger und ich immer stark machen. Ich will den noch mal kurz erläutern. Verbindend heißt jetzt nicht, dass wir über jeden Konflikt rosaroten Zuckerguss der Harmonie gießen. Heißt auch nicht, dass ich jetzt sage, wir sind doch alles Frauen, haben wir uns doch alle lieb. Natürlich müssen Kontroversen scharf ausgetragen werden. Die Frage ist immer, worauf ist am Ende der Fokus gerichtet? Ist bei aller Kontroverse am Ende das Ergebnis gemeinsamer Handlungsfähigkeit und Interventionsfähigkeit, auch vielleicht mit Blick auf den nächsten Bundesparteitag, schaffen wir es, dass wir nicht nur unsere Kontroversen miteinander austragen, sondern auch das in den Mittelpunkt stellen, wie schon gesagt wurde von Jutta, die Interventionsfähigkeit in die Partei hinein, denn was diese Linke auch braucht, ist eine feministische Offensive. Ja, liebe Frauen, wir stehen vor so manchen Herausforderungen. Eine wird, glaube ich, deutlich, wenn man sich anschaut, was um Pegida rum passiert. Wir haben eben nicht nur im Parteivorstand, auch in verschiedensten Kreisen immer wieder diskutiert, was hat es mit Pegida auf sich. Und natürlich ist Pegida, das ist die erste Analyse, immer Ausdruck eines bis tief in der Mitte der Gesellschaft sitzenden Rassismus. Der übrigens total verwirrt oft daherkommt. Also nur mal zur Erläuterung. Pegida sagt selbst, Anlass dafür, dass sie ihre Montagsdemonstration angefangen haben, war eine kurdische Demo, wo es um Waffen für die PKK ging, von 200 Leuten in Dresden. Wie man, wenn man sozusagen gegen eine Kurdendemonstration sich organisiert, dann im Titel nimmt, gegen die Islamisierung des Abendlandes, bleibt das Geheimnis der selbsternannten Retter des Abendlandes. Außerdem ist natürlich Pegida auch Ausdruck einer inneren Kündigung von großen Teilen der Bevölkerung gegenüber der Demokratie. Wobei, glaube ich, unklar ist, ob es eine generelle Absage an Demokratie ist oder ob es eine berechtigte Kritik an der fehlenden demokratischen Praxis der jetzigen Herrschenden ist. Und drittens, und das kann keine Feministin kalt lassen, Pegida ist nur eine Erscheinungsform eines Kulturkampfes von rechts, den wir gerade erleben. Die AfD-Wahlerfolge, die Heerscharen von frauenhassenden Trolls, die sich im Internet rumtreiben und so manche von uns das Leben schwer machen, aber auch andere Sachen sind ein Ausdruck dieses Kulturkampfes von rechts, wo ich glaube, sämtliche kulturelle Errungenschaften der 68er Kulturrevolution wieder über den Haufen geworfen werden sollen. Es geht am Ende darum, dass die Universalität der Menschenrechte, der Gedanke, alle Menschen sind gleich, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von sexueller Orientierung. Diesem wichtigen Gedanken wird durch Pegida, AfD und Co. der Kampf angesagt. Aber es geht ja nicht nur um die 68er, es geht ja eigentlich sogar noch weiter, was sie zurückholen wollen. Eigentlich richtet es sich gegen das, was bereits Olympe de Gouges im Umfeld der französischen Revolution stark gemacht hat.
Sie hat eigentlich schon den universellen Anspruch der Menschenrechte verkörpert, zuerst gegen die Sklaverei gekämpft, dann sozusagen das eigentlich Selbstverständliche eingefordert, dass die Menschenrechte auch für Frauen gelten. Und mit diesem positiven Universalismus haben halt die selbsternannten Retter, es sind ja doch eher Retter als Retterinnen, des Abendslandes nichts gemein. Bei Pegida heißt es dann, sprachliche Gleichstellung ist zwanghaft. Aber wie gesagt, das ist nur eine Erscheinungsform. Was mich nun umtreibt, ist, dass immer wieder zwei Fragen auftauchen. Nämlich erstens, gibt es da nicht berechtigte Sorgen? Darauf haben wir auch im Parteivorstand immer wieder gesagt, natürlich gibt es auch berechtigten Unmut über die herrschenden Verhältnisse. Die Angst vor Altersarmut ist mehr als berechtigt. Die Angst davor, dass man sozusagen in Europa durch eine Aggressionspolitik gegenüber Russland neue sozusagen Situation des kalten oder womöglich sogar eskalierenden Krieges hat, auch die ist berechtigt. Aber wer ist denn schuld an diesen Entwicklungen? Zum Beispiel an der Zunahme von Altersarmut sind Regierungen verschiedener Couleur schuld. Aber ganz bestimmt nicht die Muslime und ganz bestimmt nicht die Flüchtlinge, die gerade erst hierher gekommen sind. Und dann haben es ja die Medien geschafft, uns alle schön umzutreiben mit der Frage, soll man jetzt mit Pegida in den Dialog eintreten? Und sie haben diese Frage immer wieder gestellt und haben es dann noch geschafft, dass einzelne unserer führenden Genossinnen und Genossen, dass man unterschiedliche Teilsätze genommen hat und jetzt noch uns wunderbar wieder im Streit darstellen kann. Ich habe jeden Journalisten, der mich gefragt hat, als erstes gesagt, wenn Sie die Frage so stellen, soll man mit Pegida einen Dialog führen, dann sind Sie bereits in die Falle getappt. Auf diese Ja-Nein-Frage gibt es für eine Politikerin keine richtige Antwort. Weil wenn du sagst Nein, natürlich rede ich nicht mit Leuten, die Rassismus offensiv verbreiten, die in Dresden ein Klima, nicht nur in Dresden, ein Klima von Angst und Schrecken verbreiten, bestätigst du das Vorurteil einer Politiker, hör nicht zu. In dem Moment, wo du Ja sagst und egal, ob du danach die Organisatoren als Rassisten beschimpfst, ist die zentrale Hauptbotschaft, Linke redet jetzt auch mit Pegida und damit werden sie natürlich als gleichberechtigter Gesprächspartner anerkannt. Und lasst uns einfach mal ein Gedankenspiel machen. Stellt euch mal vor, nicht Sigmar Gabriel wäre als erstes zu einer Veranstaltung gegangen und hätte seiner Meinung nach mit Mitläufern geredet, sondern ich. Und ich hätte dann in so einem Pulk von Menschen gestanden und mir wäre nicht aufgefallen, was Gabriel auch nicht aufgefallen ist, dass neben ihm jemand steht, der nicht einfach nur ein Mitläufer ist, sondern der schon im Netz durch richtig aggressive, faschistische, rassistische Propaganda aufgefallen ist. Irgendein Journalist hätte davon ein Foto gemacht. Kann euch garantieren, am nächsten Tag hätte eine Zeitung mit großen Buchstaben geschrieben, Rot ist gleich Braun. Die FAZ hätte vielleicht ein bisschen klüger hergeleitet. Ja, Querfront war immer schon eine linke Strategie, hätten noch Radek zitiert und das beweist jetzt auch Kipping geschrieben. Günter Jauch hätte mich eingeladen und im Hintergrund bei jedem meiner Wortbeiträge mich und den Nazi eingeblendet und dazu noch dessen rassistischen Kommentare. Und sofort wären wir, wären wir sozusagen reingeschrieben worden in eine Querfront. Das heißt also, wenn uns diese Frage gestellt wird, müssen wir immer wieder deutlich machen, manchmal besteht die Kunst der Politik darin, Fragen zu verschieben und uns nicht auf Ja-Nein-Fragen festlegen zu lassen. Ich finde, die Frage ist nicht, wie führen wir einen Dialog mit Frauen und sozusagen migrantenhassenden Pegidisten, sondern die Frage ist doch, wie schaffen wir es, das Unbehagen an den Verhältnissen, und zwar das berechtigte Unbehagen, von links zu thematisieren. Ich fand, was die Dresdner Stadtpartei gemacht hat, sehr gut. Sie hat nämlich eine Gesprächseinladung ausgesprochen über Plakate. Die waren aber mit einer klaren Botschaft verbunden und die Botschaft lautet, die Grenze verläuft zwischen oben und unten. Das ist, glaube ich, die linke Antwort darauf. Also, was tun? Ich meine, es braucht zum einen sozialen Protest bündeln, das Unbehagen auf den Punkt bringen, da zuzuspitzen. Zum Zweiten brauchen wir Begegnungskulturen und Willkommenskultur. Und drittens braucht es klare Kante gegen Rassismus. Hier dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, wir hätten ein pädagogisches Verhältnis zu Rassisten oder wir leisten uns irgendwelche Zweideutigkeiten. Weil wenn es an diesen schrecklichen Entwicklungen eine positive Sache gibt, dann doch folgende. Auf den Gegendemonstrationen bundesweit sieht man auf einmal eine neue Generation von Leuten. Eine Generation, die aufgewachsen ist in Zeiten der Postpolitik. Man lange Zeit das Gefühl hat, die kriegt man für keine Demo hinterm Ofen vor. Und jetzt gehen sie auf die Straße gegen Pegida und auch um diesen Leuten, die bei Wind und Wetter, bei echt schrecklichen Temperaturen immer wieder montags zum Beispiel in Dresden auf die Straße gehen für Weltoffenheit, um denen deutlich zu sagen, was ihr macht, ist richtig,
ist wichtig, dass wir immer wieder eins klar sagen: Refugees are welcome, no to racism. Nun habe ich gestern mit einem Journalisten diskutiert und der hat mich gefragt, ja, aber gibt es nicht auch berechtigte Kritiken am Islam für Sie als Feministin? Also ich habe in der Tat, ja, wenn es dann darum kommt, wird man dann doch mal als Feministin angerufen. Und ja, es gibt Auslegungen des Islams, die unserer Vorstellung von Selbstbestimmung und Recht auf reproduktive Selbstbestimmung widersprechen. Aber gibt es da so einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen? Also wenn wir uns mal weltweit umschauen, das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, die Vorstellung von Gleichheit, die werden doch von religiösen Fanatikern der verschiedensten Couleur gerade weltweit angegriffen. Seien es Evangelikaner, seien es christliche Konservative, wie wir beim Marsch für das Leben erleben, oder islamistische Funktionärinnen. Uns ist es egal, welche Religion hier als Begründung missbraucht herangezogen wird. Wir sagen immer wieder ganz klar, unser Platz ist an der Seite derjenigen, die für sexuelle Selbstbestimmung kämpfen. Übrigens, ich musste auch lernen, dass man nicht frei von Vorurteilen ist. Meine Nachbarn sind nämlich Muslime und ich habe sie jetzt mal gefragt, wie das denn überhaupt kam. Und habe dann erfahren, dass sie gebürtige Muslime ist. Er ist ein Ostdeutscher und ist dann ihr zuliebe in die Religion gewechselt. Und während sie mir ihre Geschichte erzählten, merkte ich über meinem eigenen Verwunderung darüber, dass es auch so rumgeht, doch dass wir alle nicht frei von Vorurteilen sind und dass offensichtlich Religionen vielfältiger sind, als es einzelne Fundamentalisten darstellen wollen. Ja, liebe Frauen, tschüss Patriarchat, hallo, gutes Leben, Pegida, der Kulturkampf von rechts, das Kürzungsdiktat, das sind besonders krasse Ausdrucksformen des Patriarchats. Aber wir werden nicht nur dort fündig, dass die Reproduktionsverhältnisse sind sozusagen überall allgegenwärtig. Auch wenn wir in die Praxis unserer eigenen Partei schauen, werden wir da fündig. Ich muss manchmal mit Schmunzeln an den berühmten Satz von Clara Zetkin denken. In der Theorie sind die Genossen alle schon gleichberechtigt. In der Praxis hängt ihnen sozusagen das Patriarchat wie ein Philisterzopf sozusagen hinten immer heraus. Also insofern sind wir auch immer wieder gefragt, die eigene Praxis klar auf den Prüfstand zu stellen. Hallo, gutes Leben. Darüber, denke ich, werden wir heute, nicht nur heute, diskutieren, wie für uns das gute Leben aussieht und wie Wege dahin aussehen können. Für mich, und ich bin froh, dass wir das auf dem Zukunftskongress vom 23. bis 26. April in Berlin auch diskutieren werden, ist ein Weg zum guten Leben ganz klar in der Care Revolution, weil es da gelingt, verschiedene Kämpfe zusammenzuführen und deutlich zu machen, es geht um die Verknüpfung von Produktions- und Reproduktionsverhältnissen. Kurzum, es geht am Ende darum, Patriarchat und Kapitalismus ans Leder zu gehen. Für mich ist das gute Leben oder der Kampf ums gute Leben untrennbar verbunden mit den Kämpfen um Zeit. Eins sollten wir auf jeden Fall klar machen, wenn wir sagen, wir kämpfen für ein gutes Leben für alle, dann meint das natürlich auch das Feld der Erwerbsarbeit, aber eben nicht nur, denn die Erwerbsarbeit ist nur ein Teil, womöglich nur ein Viertel, und uns geht es nicht um ein halbes gutes Leben, uns geht es um ein ganzes gutes Leben für alle. Insofern ist unser Motto: Tschüss Patriarchat, hallo gutes Leben, keine Vorhersage, wann das gute Leben denn so definitiv dann begonnen hat und das Patriarchat verabschiedet ist, aber es ist eine Ansage. Und ich finde, diese Ansage sollten wir machen. Ihr könnt euch warm anziehen. Herzlich willkommen bei der Frauenkonferenz.